Wunder nicht nehmen und uns nicht an die Regeln halten. Und das kommt, weil wir unserem Nafs folgen. Und die Dauer heutzutage ist Dauer, Allahu alam, ila Nafs. Und leysa ila Allah. Weil wenn wir sie, nämlich Dauer ila Allah machen, und uns kritisiert jemand, dann sagen wir, jazarak Allahu khairan, barak Allahu fik, ta'al ya achi. Lass uns reden darüber, was hast du? Okay, achi, du hast das und das gesagt, so und so. Guck mal, Kitabullah sagt das, die Sunna sagt das. Komm, wir legen das mal dazwischen. Wallahi, wenn wir uns dann erkennen und wenn wir ehrlich sind zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir ehrlich sind und wir sind nicht ehrlich, dann sagen wir was? Barakallahu fik. Weil, wenn jemand richtig Furcht vor Allah hat, er wird Angst haben, in der Dauer etwas Falsches zu sagen und wird sich tausendfach vergewissern, ob das, was er sagt und nur ein Nukta, eine Kleinigkeit davon überhaupt richtig ist. Aber es ist nicht so. Und das ist ein Beweis, dass unsere Taten beweisen, dass wir nicht aufrichtig sind. Ich gebe euch noch ganz kurz ein kleines Beispiel, meine Geschwister im Islam. Ich will es auch gar nicht zu lang ziehen. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen aus der Haut gefahren bin. Nur, das ist eine Sache, ich glaube, da kann man auch gar nicht mehr lauter schreien, weil diese Sache, die hat sich so verbreitet, dass jeder meint, auf Haq zu sein. Und wenn ich auch was Falsches gesagt habe, meine Geschwister, dann möge Allah mir vergeben. Und dann ist es vom Shaitan und von mir. Ein Sheikh, der jahrelang, seit Kindheit auf schon, sich mit Islam beschäftigt hat, bekannt ist in einem Land, wo auch die Leute einigermaßen Ahnung haben im Islam, hatte Aqida-Bücher geschrieben. Und diese Aqida-Bücher hat er veröffentlicht und hat selber Leute ausgebildet und hat Taskia bekommen, alles mögliche, Alhamdulillah. Ist aber auf sein Wissen, auf sein Gefühl her, hat er gesagt, ich muss mir den Sheikh nochmal anhören, einen bestimmten anderen Sheikh. Ich muss ihn mir anhören, ich muss dahin gehen. Ist in dieses andere Land geflogen, hat sich hingesetzt. Auf einmal kommt ein kleiner, dünner Mann rein, ganz bescheiden. Und das war genau der Sheikh, von dem er lernen wollte. Er hat sich in der Sitzung, weil es so anstrengend und tiefes Wissen war, damit er das alles mitbekommt, viermal zum Gebet nochmal, Wudu gemacht, viermal nochmal, um das festzuhalten und aufmerksam zu sein, weil es ist auch anstrengend, Leute. Nachdem, da kriege ich Gänsehaut, nach dem Tag, wo er diesen Vortrag gehört hat, hat er angerufen in sein Land, hat gesagt, stoppt alle meine Aqida-Bücher. Stoppt alles das, was ich in dem Bereich rausgegeben habe. Ich muss erst richtig lernen. Und das ist jemand, der jahrelang schon sich auskennt im Koran und Hafiz, kada wa kada, alles Mögliche. Und wir, ich sage das mal ganz ehrlich, 5 Jahre vielleicht, 4 Jahre, wollen wir mal zurückblicken bei manchen, haben wir noch hier irgendwo in der Zappelbude rumgetanzt, ja, haben unser Augenmerk auf andere Dinge gerichtet, als auf Koran und Sunna, oder überhaupt nichts damit am Hut gehabt. Dann kommen wir, rollen ein paar Tage unseren Teppich aus, lesen ein paar Bücher und verurteilen alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so seine Dawah gemacht? Wohl kaum, meine Geschwister im Islam. Ich hatte eigentlich was anderes vorbereitet, verzeiht mir, aber das war auch ein bisschen emotionell. Es ist so, wenn diese Sachen auf einen zukommen und man erlebt das und man sieht die Leute wirklich, wie sie gehen, wo sie wirklich sich angestrengt haben und nachher man verliert diese Leute, dann ist es eine Sache, die einem eigentlich auf dem Herzen liegen muss. Und es liegt mir auf dem Herzen. Und der nächste Punkt kommt auch, es fängt an, dass ich auch
Angst um mich selber habe. Ich sage euch das, so ist es. Letzten Tage erlebe ich, ja, ich weiß, man muss jetzt immer Stärke zeigen, aber Leute, ich ist halt nicht so. Ich erlebe die letzten Tage, Iman geht richtig runter. Und ich versuche, etwas zu halten. Und ich habe momentan die Schwierigkeit, und wenn es ein Strohhalm ist, diesen Strohhalm zu finden. Ich habe momentan die Schwierigkeit, mich fallen zu lassen und Sakina zu bekommen. Ich habe momentan die Schwierigkeit, Kalam Allah richtig aufzunehmen. Und es wird Gründe haben. Und diese Gründe sind bei Allah und die sind zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala. Aber mit davon sind Gründe, dass ich keinen Halt habe innerhalb der Umma. Und es ist wie ein Schaf, das ganz alleine durch die Gegend rennt. Und es ist nicht behütet so. Und Leute, eine Sache, es ist nicht immer damit getan, dass wir zusammen oder dass man zusammen ist. Es gibt Menschen, zum Beispiel auch Ehepaare, die sind jeden Tag zusammen. So nah, aber dennoch so fern. Und heutzutage, in der Bruderschaft, wir sind zusammen, wir kommen zum Jumma'a zusammen. Wir sind nah, aber wir sind doch so fern. Wenn wir sehen, welche Wege wir gehen in der Umma, welche Wege unsere Brüder gehen, welche Wege unsere Geschwister gehen, welche Wege unsere Kinder gehen, welche Wege Leute gehen, die uns nahe stehen. Wallah, wir haben ein großes Problem. Und ich glaube, das kommt, weil wir Koran und Sunna nicht so nehmen. Und weil wir uns nicht an das halten, was vorgegeben ist. Wallah, wir haben die Tage haben wir gesprochen im Jugendtreff über die warmen und trockenen Tränen. Wallahi, jetzt kommt das, was ich heute, ich habe euch die Tage davon erzählt, ich hatte auch was erlebt. Aber wenn ich heute euch nochmal von diesen trockenen Tränen den warmen Tränen und den kalten Tränen, Entschuldigung, erzähle, dann hat das noch eine andere Dimension. Jetzt werden mir Bilder bewusst und Bilder von mir selber. Wie war ich am Haram? Oder wie ist man manchmal? Man weint, ja Rabb, erzukni warhamni, hilf mir und mach dies und das, man macht Dua, man weint. Ich schwöre euch, wir gehen aus dem Haram raus oder wir gehen aus der Moschee raus, es ist wie weg. Die Vorsätze sind weg. Wallahi, wie tief hat uns schon der Iman befallen, wie so ein Zahn, der Karies bekommen hat, der irgendwann ausfällt. Wie viel hat unser Iman schon, haben wir von unserem Iman verloren? Reicht es, wenn wir jetzt sterben für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Reicht es? Wo haben wir noch Halt, dass einer sich dem anderen annimmt? Ich sehe es allein in Kleinigkeiten in der Bruderschaft. Wenn es um irgendwelche Sachen geht aus dem Dunya-Kram, gibt es keine Bruderschaft. Wenn es ums Gerede geht, Achi. Wallah, dieses Wort Achi hat die Bedeutung verloren. Mittlerweile geht es ja auch schon überall draußen. Ey Bruder, was geht ab, Bruder? Ist es nicht so? Und das Achi bei uns hat nicht mehr diesen Wert und diese Bedeutung. Ein Bruder heißt, dass man für ihn steht. Ein Bruder heißt, dass man für ihn alles tut. Ein Bruder heißt auch, man fragt ihn, wie geht's dir? Und wenn man erkennt, dass es einem Bruder schlecht geht, dass man handelt und nicht nur mit dem Mund, sondern in Taten. Aber Wallahi, das ist nicht mehr so. Und wenn Leute innerhalb der Umma sich umdrehen und gehen, kann das nur sein, weil sie nicht mehr diese Wärme erfahren, weil es eine natürliche Fitra des Menschen, Wärme zu bekommen. Und diese Wärme zu bekommen, haben wir wo als erstes bekommen? Bei unserer Mutter, im Mutterleib. Und selbst da sind wir heutzutage nicht mehr imstande, anständig und richtig zu sein und gut zu sein. Was ist Ashrar Sa'a, ein Zeichen von Yawm al-Qiyamah? Und Kuchul Walidein, also dieses Aufmüpfige, dieses Ungehorsam gegenüber den Eltern. Und das sieht man im Islam ganz klar und deutlich.
Also nicht im Islam, das Spiegelbild daraus, verzeiht mir. Man sieht das ganz klar und deutlich. Und wenn wir heute mal Altersheime betrachten, wo es früher nie der Rede wert war, früher in den 90ern, in den 80ern, hast du keinen Moslem oder keine Moslema da gefunden. Heutzutage ist es was? Sitzen Leute, die haben ihre Kinder wohl erzogen für einen super Job und so weiter und so fort, sind alt geworden, ja, die Kinder müssen sich jetzt schön kümmern um ihren Job und das ist alles wichtig. Und es ist was? Sie sind in Altersheime. Sie können sich kaum bewegen. Und was? Männer weinen, ich habe es mitbekommen, Männer weinen, weil sie schon Frauen waschen lassen müssen. Und Frauen weinen, weil sie ihre Aura zeigen müssen, weil Männer sie jetzt waschen. Und sogar Männer, die dafür bezahlt werden oder Frauen und nicht aus der eigenen Umma. Und dann so wundern wir uns, wenn manche sagen, Hisbinallah wa nama'a wakil und rufen Allah an, wo ist diese Umma? Und das ist das Resultat, meine Geschwister im Islam. Ich könnte wirklich heute, wirklich, ohne Worte, wirklich, das ist, ich habe die letzten Tage wirklich zu viel gesehen und es ist sehr belastend. Und mein Iman wirklich leidet wirklich darunter. Und die Wärme, die man braucht, die findet man hier nicht. Und mich wundert es nicht, dass viele einen ganz anderen Weg gehen, sich den eigenen, irgendwo eine eigene Religion bauen und so weiter und so fort. Aber Leute, eins soll uns gesagt sein. Jeder kriegt seine Rechnung. Und wenn wir irgendwo ein Fünkchen dazu beigetragen haben, dass wir so sind, wie gerade beschrieben, Wallahi, Yawm Qiyamah, ich weiß, wir fühlen uns nicht angesprochen, wenn es um Jahannam geht. Shaitan hat es gut drauf. Wir fühlen uns nicht angesprochen. Und wenn wir über Jannah reden, wir fühlen uns angesprochen. Wallahi, Yawm Qiyamah, wir kriegen alle unsere Abrechnung. Und dann ist es wirklich zu spät. Zu spät. Ich meine, für die Ewigkeit. Das muss man sich mal reinziehen im Kopf. Für die Ewigkeit. Ewig. Dieses Wort ewig kennen wir nur als Wort. Aber das Ewige kennen wir nicht, weil wir es noch nicht erlebt haben. Und Allah warnt und warnt und warnt und warnt und gibt und gibt und gibt und gibt, versorgt, 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 Tag ein, Tag aus. Wir atmen seine Luft, wir essen von seinen Gaben, wir bekommen von ihm alles Mögliche, Alhamdulillah, Rabbilan. Wir gehen auf seine Erde, wir wissen, wir werden sterben und wir tun Wallasche, wir tun gar nichts. Und wenn wir was tun, dann ist es sogar oft destruktiv. Anstatt konstruktiv. Ich werde einfach einen Punkt machen hier. Verzeiht mir. Sehr Jazakallahu khairan fürs Zuhören. Und lasst uns einfach ein bisschen darauf achten, dass wir warm miteinander sind, ehrlich miteinander sind, aufrichtig miteinander sind. Ich habe eine Kleinigkeit hier auch. Genau. Nur ein Wort. Wie soll man wahrlich, wahrhaftig sein, wenn man nicht aufrichtig ist? Subhanallah. Wie soll man wahrlich, wahrhaftig sein und zu den Wahrhaftigen gehören, wenn man nicht aufrichtig ist? Und ich empfinde, verzeiht mir, dass wir nicht aufrichtig sind. Aber inshallah, dass wir drüber reden und es erkennen, dass es uns dazu treibt, mit der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, denn nur er kann uns helfen, dass wir das ändern. Und auch so klein unser Kreis jetzt gerade ist, denkt immer dran, der Kreis von Musallam war auch klein und hat sich ausgebreitet. Nur es geht sich darum, ob wir wirklich einfach nur aufrichtig sind. Und wenn wir aufrichtig sind, werden wir das mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala schaffen. Verzeiht mir, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann war das vom Shaitan von mir. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann war es von Allah subhanahu wa ta'ala, denn alles Gute kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles Gute und Schlechte kommt von den Menschen. Zekallahu khairan, subhanakum wa bihamdika. Shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka.